Ich bin in Berlin aufgewachsen, in Ost-Berlin. Ich bin über 15 Mal in Ost-Berlin umgezogen. Ursprünglich habe ich noch in Mitte gewohnt, an unterschiedlichen Orten. Und dann in den 90ern ging es immer weiter Richtung Rand. Ich habe mehrfach die Grundschule gewechselt und ich weiß auf jeden Fall, wie schmerzhaft das war, wie wir damals in der Grundschule eine Stunde investiert haben, um jeden einzelnen Schüler in der Gesamtgruppe zu fragen, wohin schicken wir den und den und die und die. Und die ganze Klasse hat bei mir total innegehalten und dann hat meine Grundschullehrerin Frau Schwedt gesagt, wir schicken Luzi auf die Realschule und schicken Luzi mit einer Realschulempfehlung in die Oberstufe. Und ich weiß noch, wie unangenehm ich das empfand. Und dann bin ich mit einer Realschulempfehlung aufs Gymnasium trotzdem gegangen und habe das Probehalbjahr geschafft. Also meine Schulzeit war eigentlich auch sehr davon geprägt, dass ich auch immer wieder arbeiten musste und habe verschiedene Jobs gemacht. Ich habe Zeitungen ausgetragen, ich habe bei Osram mehrfach Kurzzeitbeschäftigung gemacht und da unterschiedlich am Fließband gearbeitet. Der Zugang zur Bildung war sehr förmlich immer einfach für mich, weil meine Mutter mich allein groß gemacht hat und unterschiedliche Herausforderungen hatte, gesundheitlich, und ich auch unterschiedliche Zeit allein gelebt habe und habe mein Abitur letztendlich mit Ach und Krach, mit einem 2,8er Durchschnitt gemacht. Und ich erinnere mich nicht nur an diesen Moment, wo ich diesen Zettel hatte zum Nachrücken mit meinem 2,8er Abitur zum Studium, sondern noch an den Tag, wo ich dann die Zusage fürs BAföG bekommen hatte und in Tränen ausgebrochen bin, weil ich wusste, okay, ich muss jetzt keine Nachtschichten mehr im Al-Arabi machen und ich muss keine zwei Jobs machen, sondern ich kann mich jetzt wirklich aufs Lernen und aufs Studieren einlassen. Und das war auf jeden Fall ja, ein sehr intensiver Moment, an den ich mich zurückerinnere. Mit der persönlichen Erfahrung, meine Großmutter verloren zu haben, weil sie verdrängt worden ist aus Berlin, und überhaupt das Problem für viele BerlinerInnen, verdrängt zu werden, habe ich mich dann entschieden, auch hier 2012 dann anzufangen, politisch aktiv zu sein bei Cordio & Co. Und durch die vielen Netzwerke und Kontakte, die sich dann hier in meiner politischen Arbeit entwickelt haben, und ich dann auch mit meinem Bachelor durch war, wo ich BAföG bezogen habe, habe ich erst gar nicht gedacht, dass ich überhaupt noch eine Chance habe oder überhaupt eine Chance habe, mich auf ein Stipendium, ein Masterstipendium zu bewerben. Und das war zu dem Zeitpunkt tatsächlich möglich. Und dann habe ich halt auch versucht, damit ich nochmal anders mich auf mein politisches Engagement konzentrieren kann, ein Stipendium zu bekommen in der Rosa-Luxemburg-Stiftung, um eben weniger jobben zu müssen und nochmal anders auch ideell gefördert zu werden. Als ich 2012 die Zusage für mein Masterstipendium bekommen habe, ging es nicht nur gleich los von wegen, hier ist meine Vertrauensperson, hier ist meine Ansprechperson im Studium weg, sondern ich habe pro Semester, ich erinnere mich noch sehr gut und ich habe sie zu Hause auch alle aufgehoben, so A5 Heftchen zur ideellen Förderung mit Programmen und mit Verweisen, was passiert alles in der Stiftung. Und auf einmal ging noch mal eine andere Welt für mich auf, weil was gibt es denn alles an kostenloser außerschulischer Bildung, die man wahrnehmen kann, an Themen zu Lateinamerika natürlich selber, die mich interessiert haben, stadtpolitische Themen. Und dann habe ich ganz viele Sachen abgegrast gefühlt und wirklich aufgesogen von den Akademien, die es im Studienwerk gab, hin zu jahrelangen Austauschtreffen. Dann gab es den Arbeitskreis Lateinamerika der Stipendiaten und dadurch ganz tolle, wertvolle, über Jahre schon entstandene Netzwerke im Studienwerk selber, zu denen man bis heute noch Kontakte hat. Und das war natürlich irgendwie doppelt und dreifach bereichernd und auf einmal ein ganz anderer, vertrauensvoller und geschützter und gleichzeitig inspirierender Raum. Also ja, auf jeden Fall sind da ganz viele neue Netzwerke und Freundschaften und eine ganz andere Form von Austausch auch entstanden.
Ich muss jetzt sagen, die Stiftung ist jetzt nicht wirklich das offenste Gebäude, weder in diesem neuen Haus noch in diesem alten Haus, weil oft sind die Türen alle zugewiesen und man wusste gar nicht, wer will sich eigentlich hier austauschen, auch von den Mitarbeitenden, die teilweise wirklich eigentlich sich gefreut hätten, wenn man Stipendiat angeklopft hat. Aber ich glaube, was man nach vorne gerichtet machen könnte, ist, dass die verschiedenen anderen Bereiche, die jetzt nicht Studienwerk heißen und die Menschen da drin, einfach nicht unterschätzen, was an Schatz an ehemalige und an aktuellen Stipendiatinnen es gibt, da einfach proaktiv auch mal sagen, dass sie suchen oder den Austausch suchen und da mal an die Tür klopfen, ob es dann übers Intranet selber ist, über E-Mails, dank der Kolleginnen, die im Studienwerk arbeiten, und dass die Netzwerkarbeit auch für die, die nicht mehr gefördert werden, auf jeden Fall nicht zu unterschätzen ist, weil das auf jeden Fall die Menschen sind, mit denen man eigentlich langfristig auch linke Mehrheiten organisieren kann.